Die hohe Dichte an Sportvereinen in Mödling sucht in Niederösterreich ihresgleichen. Der Sport hat hier einen hohen Stellenwert und wird von der Stadt großzügig gefördert. Ja, zum einen, wir haben doch 50 verschiedene Sportvereine in unserer Stadt mit 25 verschiedenen Sportstätten. Die finden sich ja auch in unserem neuen Sport- und Freizeitfolder wieder. Und ich glaube, dass wir auch ein Riesenangebot an Freizeitsport in der Natur anbieten können. Und insofern bezeichnen wir uns selbst als Sportstadt. Als Serviceleistung der Stadt brachte das Sportreferat nun die umfassende Broschüre Sport und Freizeit heraus. Ja, wir haben uns natürlich überlegt, wie können wir die Bürgerinnen noch weiter erreichen, wie können wir dieses breite Angebot, was wir in der Stadt Mödling haben, auch in Form eines Folders widerspiegeln. Und da finden Sie sozusagen alle Vereine, die wir in der Stadt Mödling haben und darüber hinausgehend auch die Sportmöglichkeiten. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte sich nicht in das Vereinsleben einbinden lassen, dann hat er, wie gesagt, auch viele Möglichkeiten, das Ganze im Freien zu machen. Und ich glaube, dahingehend gibt es einen guten Überblick. Wer sich dafür interessiert, Bezugsquellen für den Folder gibt es viele. Ja, Sie bekommen den zum Beispiel bei uns beim City Management, bei der Infoservice und wenn Sie zu den Vereinen kommen, dort liegen die Folder ebenfalls auf. Den Aktiven vom Spitzensport über den Breitensport bis hin zur sportlichen Freizeitgestaltung im Freien wird also in Mödling sehr viel geboten. Die Vereine haben einen guten Zulauf. Wir versuchen auch die Vereine immer wieder dann zu den Bürgerinnen und Bürgern zu bekommen, mit Veranstaltungen wie dem Tag des Sports beispielsweise. Die Mödlingerinnen und Mödlinger machen Sport im Freien.